Hallo, heute zeige ich euch eine super Übung, wie ihr Platz bekommt im ganzen Körper. Macht diese Übung, wenn es geht, jeden Tag, braucht ungefähr 5 Minuten und man hat schon mal die gröbsten Muskeln aufgedehnt, Platz reingebracht und kann ganz, ganz viele verschiedene Erkrankungen vorbeugen damit. Ihr geht in den Türrahmen und streckt die Arme entweder nach oben, wenn ihr groß genug seid, oder so 45 Grad nach außen zur Seite. Ein Fuß ist im Zimmer, der andere Fuß ist draußen. Die Ferse, die muss man drehen, dass die Fußinnenseite gerade nach vorne zeigt. Dann stellen wir uns hin, beugen das vordere Bein so weit wie es geht und drehen den Kopf Richtung vorderes Bein so weit wie es geht, kippen das Ohr nach links hinten und dann kommt die Anspannung. Wir machen den ganzen Körper so fest wir können. Die Finger in die Wand, die Zehen in den Boden. Tief einatmen. Locker lassen. Das vordere Knie wieder ein bisschen beugen. Die rechte Hüfte nach vorne drehen. Und das linke Ohr nach hinten links Richtung linkes Schulterblatt. Dann wieder alles anspannen, Fingerspitzen und die Zehen ganz feste drücken. Tief einatmen, locker lassen, Pause machen und nochmal vorderes Knie beugen. Kopf bei Hüfte nach vorne drehen und Kopf drehen und nach hinten kippen. Und noch ein drittes Mal, alles anspannen, die Finger und tief einatmen, locker lassen und nochmal weiter sinken. Dann gehen wir ganz langsam, behutsam raus und heben unten den Fuß vom Boden ab. Gehen ein bisschen so rüber, jetzt können wir den Fuß so drehen. Eine Hand auf den Fuß, andere Hand an den Kopf. Wenn ihr wackelig seid, lehnt ihr euch hier so einen Türrahmen so ein bisschen an. Dann kann man nicht wegfallen, also Ferse vom Boden, neben den Türrahmen stehen und Zehen herziehen und dann mit dem Bauch, so weit wie es geht, nach unten. Und dann mit der Nase, so weit wie es geht, zum Knie, hier festhalten und dann feste die Ferse in den Boden drücken und den Kopf gegen die Hand und tief einatmen. Locker lassen, Bauch weiter runter, Nase mehr zum Knie, festhalten, einatmen und feste drücken die Ferse in den Boden. Den Kopf gegen die Hand, locker lassen und noch mehr. Bauch nach vorne, Nase Richtung Knie und ein drittes Mal feste einatmen, ausatmen und nach unten. Langsam wieder hoch, könnt ihr so hochlaufen, ganz langsam, hat man super Kräftigung auch in diesem Bein. Und dann das Ganze auf die andere Seite, sprich, der Fuß war jetzt die ganze Zeit vorne, der ist jetzt hinten und der andere rein. Und dann könnt ihr auch die Arme anstatt so 45 Grad nach oben, mal zur Seite so 110 Grad. Und der Kopf, andere Richtung und wieder drei Anspannungen anspannen. Locker lassen, weiter, immer anspannen und einatmen, locker lassen, weiter und zum Schluss wieder anlehnen, dass man nicht umfällt. Knie gestreckt, Zehen oben, einatmen, Gegendruck, ausatmen, Bauch zum Oberschenkel, Nase Richtung Knie, ganz klein machen. Und immer weiter runter, dreimal und langsam hoch. Und dann ein bisschen schütteln. Dann habt ihr eine super Übung, wo nach rechts und links
Platz macht. Und noch zum Schluss, damit wir auch noch eine Drehung reinbekommen, gehen wir auch so an die Tür. Schulter breit. Äußere Hand krabbelt nach hinten. Wir können auch hier so ein bisschen am Türrahmen uns noch festhalten. Gucken, soweit wir können. Und dann spannen wir alles an. Die Zehen und die Finger und der ganze Körper will nach rechts. Lassen locker und drehen uns weiter. Nochmal anspannen. Nochmal anspannen. Und zum Schluss stehen wir so. Und halten das. Und dann in die andere Richtung genauso. Dann auch von außen einfach so stehen, egal wo man steht. Ja. Wir drehen uns so weit wir können. Dann uns festhalten auch. Und dann drücken wir fest die Hand gegen den Türrahmen. Lassen locker, drehen uns weiter. Einatmen, ich will nach rechts drehen. Ausatmen, drehen nach links. Einatmen, ich will nach rechts drehen. Drückt den Kopf gegen die Hand. Und den Arm gegen den Türrahmen. Lass locker, dreh mich weiter. Und zum Schluss halte ich noch. Kannst auch ganz frei machen. Einatmen, anspannen. Locker lassen, weiter drehen. Einatmen, alles anspannen. Ausatmen, weiter drehen. Und langsam, vorsichtig wieder raus. Dann haben wir die Wirbelsäule nach vorne, nach hinten gedreht. Und als letztes noch am Türrahmen. Gehen nach oben, machen einen Kreuzschritt, gehen mit der Hüfte so weit, wir können zur Seite und spannen so an. Einatmen, drücken, ausatmen, weiter. Einatmen, drücken, ausatmen, weiter. Einatmen, drücken, ausatmen, weiter. Wenn man hier sich sicher fühlt, kann man noch den Kopf noch wieder zunehmen. Einatmen, drücken, ausatmen, weiter. Einatmen, drücken, ausatmen, weiter. Und sonst, wenn die Kräfte zu groß sind oder hier eine Unsicherheit ist, teilen wir das auf. Genau, andere Seite auch. Die zu dehnende Seite ist im Türrahmen. Die zu dehnende Seite ist oben. Machen vorne einen langen Kreuzschritt und gehen auf die zu dehnende Seite. Spannend an, lassen locker. Alles will nach rechts, lassen locker und die Hüfte geht nach rechts. Arm, Bein, Kopf will nach rechts, lassen locker und Hüfte geht nach rechts und Kopf nach links unten. Gegentopf und nochmal weiter und langsam, vorsichtig wieder raus. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und wenn ihr weiterhin Schmerzen habt, dann meldet euch und wir machen einen Termin zur Liebschirmkraft-Schmerztherapie. Euer Heilpraktiker in der Ergotherapie, Stefan Schürr. Ich freue mich auf Ihren Anruf.